So, da sind wir wieder am zweiten Tag des Mass Effect Wochenendes. Und dieser Taizurana Raya hat gerade gesagt. Das heißt also, wir können ihn ansprechen. Vor 300 Jahren vertrieben die Geth mein Volk ins Exil. Wir baten den Rat, diese Androiden auszulöschen, aber er ignorierte unsere Bitten. Vielleicht wären wir jetzt nicht hier, wenn sie auf uns gehört hätten. Ja, was machst du eigentlich da unten, wenn ich das mal fragen darf? Komm mal, mit dir mal ein bisschen reden. Garrus! In all den Jahren bei der Sicherheit hatte ich nie die Gelegenheit, einer Zusammenkunft des Rats beizuwohnen. Nicht? Das war, glaube ich, schon unsere zweite, dritte, keine Ahnung. Zweite auf jeden Fall. Hauen wir wieder ab, denn wir haben jetzt noch so einiges zu tun. Wir könnten unter anderem erstmal zum Ausrüstungsoffizier gehen und dementsprechend wahrscheinlich die Hauptmission ein bisschen weiter verfolgen. Wir könnten aber auch, war das L? Das war auf jeden Fall nicht L. Habe ich die schon gescannt? Ja, die habe ich schon gescannt. Wir könnten aber auch schon mal zu der Reporterin gehen, die möglicherweise irgendwo in den Bezirken war. War die in Bezirken? Koras Nest, medizinische Klinik, der Sicherheitsdienst. Ich glaube, die war dort irgendwo. Und dir einige lustige Informationen zukommen lassen, die wir in Koras Nest gefunden haben. War die nicht hier? Irgendwo? Hier sind nämlich lustige Leute, die die Aussicht betrachten, und hier ist eine Wegbeschreibung. Ist ja ganz toll. Es ist noch größer, als es von hier aus aussieht. Und das ist es doch, oder? Das ist doch die Reporterin. Ja. Ich habe eine Besichtigungstour gemacht. Ich war einer von 500 Gästen. Das ist ja spannend. Reden wir ein bisschen mit dir. Man erzählt sich von ihren Aktivitäten. Glückwunsch, dass sie Fist ausschalten konnten. Danke, danke. Ich bin mir sicher, dass er tief in etwas hier verstrickt war. Haben Sie in seinem Büro etwas gefunden, das mir helfen könnte? Ja, hier, die Disk. Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fist-Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander, für Ihre Mühen. Was auch immer ich gerade bekommen habe, keine Ahnung. Ich könnte es natürlich ein bisschen bezürzen, noch mehr im Angebot. Oder ein bisschen bedrängen praktisch, das langt nicht. Ich würde aber sagen, ich bezürze Sie ein bisschen, noch mehr im Angebot. Was wäre Ihnen eine zukünftige Zusammenarbeit wert? Zum Beispiel ein Interview nach meiner Untersuchung. Ein Exklusivinterview? Sie werden zuerst allein mit mir sprechen? Das sollte einiges wert sein. Darauf gebe ich gerne einen Vorschuss. Hier, bitte. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Disks überprüfen. Tja, wunderbar, was habe ich bekommen? 160 XP und 560 Tacken. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Das nehme ich doch gerne mit. Und wenn hier schon der Sicherheitsdienst irgendwo ist. Moment, Türsteuerung. Das ist die Klinik hier, oder? Das ist das Präsidium. Zur Klinik, zur Sicherheit, genau. Können wir gleich mal hier runtergehen, warum auch nicht. Das halte ich für gar nicht mal so schlecht. Mir fällt gerade noch ein, beziehungsweise ich lese es gerade auf meinem Zettel. Wir sollten langsam mal auch noch mit dem Captain sprechen über seine angebliche Vergangenheit als Spectre. Aber nicht schon geprüft? Ja. Was bist du? Öffentliches Extranet-Terminal, okay. Ja, ich habe es gerade XP erhalten. Ich weiß noch nicht, was es mir brachte, aber gut. Offiziell Lang, hast du noch was zu sagen? Hey, Commander Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, vielleicht, nee, kann ich nicht. Dankeschön. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Das bin ich tatsächlich. Commander. Und ich glaube, der Sicherheitsdienst geht tatsächlich irgendwie hier runter. Hier war ich ja, hier war schon mal, als ich zum Sicherheitsdienst wollte. Ganz kurz. Da ist mein Zielort offensichtlich und da komme ich zur Sicherheitsakademie. Mal sehen. Ach ja, wieder eine schöne Fahrstuhlfahrt. Na, was für eine Freude. Bekommen wir Nachrichten vielleicht? Nee. Aber ganz, ganz leise und sanft. Hintergrundmusik, Fahrstuhlmusik, wie schön. Außerdem leugnet ExoGenny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Und schon habe ich den Hades-Gamma-Cluster notiert. Die Zeit habe ich ja gerade, wenn ich sowieso gerade im Fahrstuhl rumstehe. Mit euch kann ich jetzt sprechen, aber mit euch habe ich schon gesprochen. Vielleicht soll ich erst mit euch immer erst reden, wenn ich im Fahrstuhl stehe. Weil da hat man eh relativ viel Wartezeit. Das ist übrigens ein rotes Gewehr, das ist ganz schön. Naja. Das ist mit Sicherheit der langsamste Fahrstuhl der Welt. So. Wer bist du? Irgendwer.
Wo bin ich hier? Ich bin hier in der Sicherheitsakademie, das Ausrüstungsbüro. Da wolltest du letztendlich hin, oder? Requirierung? Hoppala. Nein, 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 nein. Raumlosenzentral, das ist die Sicherheitsbüro. Da geht es zum Präsidium. Ich möchte da rechts lang. Wahrscheinlich dann dort runter. Was ist das? Ziel der Transrapid? Nein. Oder Rapid Transit, Entschuldigung. Bin ich hier richtig? Habe ich dich schon gescannt? Die habe ich schon gescannt. Und hier bin ich ganz richtig. Ausrüstungsoffizier, hallo, ganz genau. Commander. Hallihallo. Ich brauche Vorräte. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten, Spectre? Ganz genau. Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie da sind. Tut mir leid, Commander. Ja, kein Problem. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Die guten Sachen. Jetzt geht's mal richtig unter die Theke. Ja, das Dumme ist, ich habe nur nicht genug Geld, um die ganzen guten Sachen zu bekommen. Ich habe gerade mal 2098 Tacken. Und hier kostet einfach alles viel, viel, viel mehr. Ja, schöne Panzerung. Ich muss ein bisschen runterscrollen, ob ich mir eigentlich irgendwas davon leisten könnte, theoretisch. Ansonsten lohnt sich das gar nicht, hier zu bleiben. Hydra 2, ist was? Eine schwere menschliche Panzerung oder eine, ja, vergleichbar mit unserer. Hydra 2 hat Schadensschutz 35, Schild 98. Es ist, dürfte besser sein als alles, was wir gerade haben. Ja, tatsächlich. Oh. Aber bei weiter hat zwar keinen Tech-Biotik-Schutz. Und übrigens kommt es ja gerade ein bisschen bekannt vor. Habe ich das nicht schon mal verglichen mit irgendjemandem? Schwere menschliche Panzerung. 3598. Ja, Hydra 2 ist immer noch geiler. Also die schwere natürlich. Oder ein einzigartiger Gegenstand, Granaten-Upgrade. Aber das will ja keiner haben. Wisst ihr was? Ich werde ganz kurz mal die F5 drücken. Dann nochmal den Typen ansprechen. Hallo, ich brauche Vorräte. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Ja, danke schön. Ich hätte gerne einmal die Hydra 2, damit ich besser gepanzert bin. Schwert menschlich, kaufen. Hallo, kaufen. Oh, Doppelklick halt. Ja, so ist besser. So, wie war das? I. Ich hätte gerne meine Panzerung mal angewählt. Die Hydra 2 habe ich schon ausgerüstet. Wieso kann ich die nicht ausrüsten? Hallo? Hat das Problem nicht schon mal? Ich will die gerne ausrüsten. Hydra 2. Oder darf ich nur mittlere Panzerung tragen oder was? Das ist beknackt. Also drücke ich nochmal die F9. Die F9. Oh, F9 ist gar nicht schnell laden. Wunderbar. Dann lade ich eben so. Manuell. Schnell. So. Ja, bitte. Und lasse die Hydra-Panzerung einfach mal links liegen. Dankeschön für den Einkauf. So. Jetzt würde ich mir doch ganz gerne mal wissen, wie eigentlich L, Q, nein, nicht Q, M, N, ich musste doch jetzt irgendwo hin noch. Ach, J für Journal, genau. Missionen. Wir haben die drei schon erfüllt und Zitadelle Sarens Schuld beweisen. Unsere Hauptschuld letztendlich. Mit dem Botschafter sprechen. Mit welchem Botschafter? Der Botschafter wird ein Schiff und eine Crew stellen. Treffen sich mit ihm in der Andockbucht der Allianz. Dorthin gelangen sie über die zentralen Fahrstühle der Sicherheitsakademie. Okay. Zum Präsidium, zur Andockbucht. Warte mal, davon komme ich ja gerade her. Ach, Mann. Egal. Können wir also direkt wieder runter. Was ich ganz gern trotzdem noch Feuer haben würde, ist... Moment. Einmal hier hin. Ich will ganz gerne nochmal ins... Ach nee, Quatsch, ich brauche gar nicht ins Quartier der Botschafter. Ich kann ja mit dem Captain an sich reden, wenn ich dann bei dem Schiff bin. Haha. So, bin ich hier richtig? Zur Andockbucht, ja. Das ist ziemlich richtig. Und wieder geht es rein. Bekomme ich wieder Nachrichten? Wieder lädt es. In einem Bericht, den wir später senden werden, untersucht Emily Wong die Korruption auf der Zitadelle und enttarnt ein ausgewachsenes Verbrechersyndikat. Emily Wong, nicht wahr? Der haben wir die Information gegeben. Ah, ist ganz schön hoch.
Ist ja nicht schlecht, wenn der Fahrstuhl noch gläsern wäre, also wenn man hier oben aus der Decke noch rausgucken könnte, das wäre ganz cool. Sieht man auch relativ selten im Spiel. Ich habe es einmal bei Max Payne mal gesehen, Max Payne 2, glaube ich. Oder 1. Ich glaube, 1 war es tatsächlich. Wo man wenigstens noch sehen konnte, wie weit man eigentlich noch fährt. Und hier sehen wir auch schon auf der Karte, sind wir auch schon angekommen. Direkt vor uns ist das Ausrufezeichen, das heißt, die Quest geht da weiter, der Plot, wie es so schön heißt. Oh, sieht mal wichtig aus hier alles. Und der Captain ist tatsächlich auch da. Und ich kann tatsächlich nur mit Botschafter Udina reden, nicht mit dem Captain. Na gut. Hallo, Botschafter. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Bitte? Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Was ist denn los? Ich will die Wahrheit wissen. Warum treten Sie zurück, Sir? Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Da steht doch wer dahinter. Kommen Sie, Captain. Sie sind es mir schuldig. Ich war vor 20 Jahren in Ihrer Situation, Shepard. Sie hatten mich als Spectre ausersehen. Sie hätten nicht lügen dürfen. Was ist schiefgegangen? Das haben Sie verschwiegen. Nee, was ist schiefgegangen? Was ist damals geschehen? Ich habe versagt. Ich hatte die Situation falsch eingeschätzt. Und ich bin nicht gerade stolz darauf. Fragen Sie mich später, dann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Vorerst müssen Sie nur wissen, dass ich zusammen mit Saren auf einer Mission war. Und er dafür gesorgt hat, dass mich der Rat ablehnt. Ich hatte meine Chance, Shepard. Sie kam und ging. Jetzt haben Sie die Chance, meine Fehler wieder gut zu machen. Okay, Sie können auf mich zählen. Gibt's eigentlich Nachricht von Saren? Was für Hinweise haben wir? Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geht gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Pharos und Noveria. Okay. Ja, was ist mit den Reapern? Die Reaper sind die wahre Gefahr. Da bin ich mit dem Rat einer Meinung, Shepard. Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie existieren. Aber wenn sie es tun, kann die Röhre sie wieder zurückbringen. Sorgen Sie dafür, dass Saren die Röhre nicht bekommt. Und wir verhindern, dass die Reaper zurückkehren. Tja, gibt's denn noch mehr? Sonst noch was? Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Welten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Artemis-Tau-Cluster. Ich bin hier am Schreiben, das ist der Wahnsinn. Ich werde da anfangen. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Ja, das könnte passieren. Ich werde tun, was ich kann, um Saren aufzuhalten. Das war nicht gerade die Antwort, die ich erhofft hatte, Shepard. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Ich war ein Mensch, bevor ich ein Spectre wurde, meine Güte. Captain Anderson, mit dir wollte ich noch ein bisschen reden. Alles in Ordnung mit dir? Wie geht es Ihnen? Mit Ihnen, natürlich. Es geht so. So hatte ich mir mein Karriereende nicht vorgestellt. Dieser Papierkram geht mir auf die Nerven. Aber Sie sind der Einzige, der Saren aufhalten kann. Ich glaube an Sie, Shepard. Wenn das bedeutet, dass ich abdanken muss, tue ich es. Ja, Sie kennen doch Saren schon länger. Kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben? Erzählen Sie mir, was sich vor 20 Jahren zwischen Ihnen und Saren abgespielt hat. Es erinnert mich an die Situation vor 20 Jahren. Damals war Botschafterin Goyle unsere Repräsentantin hier auf der Zitadelle. Und wie Udina wollte auch sie, dass ein Mensch bei den Spectres aufgenommen wird. Sie hatte mich dafür vorgesehen. Der Rat schickte Saren, um mich zu beobachten und meine Leistung zu bewerten, genauso wie er Nihilus geschickt hat, um sie im Auge zu behalten. Was ist passiert? Ich glaube, ich habe ein Recht, die ganze Geschichte zu erfahren.
Wir hatten Informationen über einen abtrünnigen Wissenschaftler, der von den Batterianern unterstützt wurde. Er wollte draußen im Randsektor eine Anlage bauen und illegale KI-Technologie entwickeln. Die Allianz hatte schon fast alles erledigt, aber der Rat wollte, dass ein Spectre sich die Sache ansieht. Wir schlossen einen Kompromiss. Ich bekam den Auftrag, Saren bei seinen Nachforschungen zu unterstützen. Wir fanden ihn in einer Raffinerie auf Kamala. Er war irgendwo da drin, bewacht von einer Armee batterianischer Söldner. Der Plan war einfach. Reinschleichen, den Wissenschaftler holen und wieder rausschleichen. Schnell, leise und ohne unnötiges Blutvergießen. Aber irgendwas ging schief, nicht wahr? Klingt, als wäre es nicht nach Plan verlaufen. Saren und ich trennten uns, um die Suche auszuweiten. Und irgendwann gab es dann diese mächtige Explosion im Raffineriekern. Von offizieller Seite wurde sie als Unfall deklariert. Aber ich denke, Saren hat diese Explosion ausgelöst, um die feindlichen Wachen abzulenken. Wurde jemand dabei verletzt? Ich nehme an schon. Gab es dabei viele Opfer? Die Explosion hat die Raffinerie in Stücke gerissen. Es stand alles in Flammen. Schwarze Chemierauchwolken stiegen auf. Drinnen gab es keine Überlebenden. Ganz in der Nähe gab es ein Lager für die Arbeiter und ihre Familien. Durch das Feuer und diese Giftwolken starben mehr als 500 Leute. Fast alle waren Zivilisten. Ja, schon ziemlich extrem. Saren war es egal. Das Ziel war eliminiert, Mission erfüllt. Aber mir hat man die Schuld gegeben. Danach wollte niemand mehr, dass ich zu den Spectres gehe. Ihre Schuld? Aber Saren hat auch die Explosion verursacht. Warum gab man ihnen die Schuld? In seinem Bericht behauptete Saren, ich hätte seine Tarnung auffliegen lassen. Er sagte, es wäre meine Schuld gewesen, dass uns die Wachen erwartet hatten. Dass es aus diesem Grund zu einem Massaker geworden war. Ja, was für ein Arsch, ne? Sarens Bericht reichte dem Rat und meine Chancen, jemals ein Spectre zu werden, waren dahin. Ja, das war nicht Ihre Schuld, das war nicht fair, das war wirklich nicht fair. Warum haben Sie ihn damit davonkommen lassen? Wem glauben Sie, würde der Rat mehr Glauben schenken? Mir oder seinem besten Agenten? Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Vielleicht hätte ich eingreifen können, bevor alles außer Kontrolle geriet. Ja, aber es war auch nicht Ihre Schuld. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, Commander. Nein, ich werfe es Saren vor. Ich denke, er wollte, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Er suchte nach einem Grund, um diese Raffinerie in die Luft zu jagen. Vielleicht findet er einfach Gefallen an Gewalt. Vielleicht wollte er mich nur schlecht aussehen lassen, damit ich nicht bei den Spectres aufgenommen werde. Jedenfalls hat es funktioniert. Ja, ist jetzt egal. Das Einzige, was jetzt zählt, ist, Saren aufzuhalten. Sie haben recht, Commander. Die Vergangenheit hilft uns nicht weiter. Ja, kann man doch irgendwas untersuchen. Pheros, ja, nochmal die drei Können Dinge noch. Können Sie mir Informationen über unsere Kolonie auf Pheros geben? Der ganze Planet war einmal eine gigantische proteanische Stadt. Jetzt sind fast nur noch Ruinen übrig, aber ein Teil der Infrastruktur ist noch intakt. Die Kolonie wurde auf den Resten der proteanischen Gebäude gegründet. Nach dem Angriff der Geth haben wir den Kontakt verloren. Okay, und die restlichen beiden Punkte, also der Artemis Tau Cluster, wo wir gleich hinfliegen werden, und Noveria, werden wir gleich besprechen, aber ich mache kurz einen kleinen Schnitt. Bis gleich.